Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play The Forestors mit euren Yurichiro Hiyaka Aga Hiroki. Wir sind wieder hier und da öffnet sich schon wieder ein Fenster, was wir sagen, komm, hey, spiel, minimier dich. Ey, ich will gerne spielen. Gut zu sagen. Warum ist die Maus hier Empfindlichkeit so abnormal riesig? War das schon immer so? Na egal. Nee, ist nicht egal. Warum ist das so? Das ist jetzt für mich zu viel. So, wir haben ja hier das Haus angefangen zu bauen. Rein. Und ja, ne? Also Mausempfindlichkeit, die ist hier ein bisschen jetzt broken. Einstellung. Nee, Anzeige. Ist hier, kann man hier auch Geschwindigkeit? Sichtfeld. Gameplay, da. Wo kann ich denn... Steuerung? Ach, egal. Bleiben wir mal bei. Wenn ich mich ganz langsam bewege, sieht das Ganze ja auch wiederum ziemlich fresh aus. Wenn ich mich ganz schnell bewege, hoffentlich kommt die Aufnahme mit. Wahrscheinlich leckt das bei euch total, wenn ich das mache. Aber wenn ich mich drehe, es ist ganz schön schnell. Okay, Holzhammer. Was war eigentlich unser Ziel? Ich bin komplett draußen, was wir vorhatten. Ich kann mal ganz kurz die Dinger bauen. So. Genau, wir haben hier unser Haus. Wollen wir denn hier noch was anderes ranbauen, frage ich mich gerade. Wo ich aber halt nicht weiß, wofür. Wir können ja hier jetzt ganz ehrlich noch ein bisschen erweitern. Weil irgendwie habe ich Bock halt zu bauen. Und wenn ich herausfinde, wie dieses, ich nenne das jetzt einfach mal Mob Griefing, nenne ich das einfach mal, ausgeht, dann... Das wäre doch was Cooles. So, hier machen wir mal so eine Erhöhung. Das sind auch hier so gerade, ja, ne? Ja. So. Das ist jetzt nur 16 Holz. Damit können wir hier quasi so eine Erhöhung ranbauen. Aber die bleiben erstmal bei der Erhöhung. So. Dann nehmen wir uns jetzt mal hier die Kettensäge, die Chainsaw. Weil ich habe irgendwie Bock hier gerade müssen zu bauen. Ich habe das noch nie so und so faules gebaut. So, töten wir mal direkt hier Bäume. Meine wächst ja eh alles wieder nach. Oh. Aber eins steht fest. Richtig krass zu bauen lohnt sich erst mit der Chainsaw. So, jawohl, jetzt geht's los. Nee, natürlich muss ich ja meinen Katana, weil ich nicht immer will,
Das anfängt zu brummen, wenn ich nichts in der Hand habe. Und als nächstes baue ich dann noch eine Mauer drum und ja, eine Mauer. Und diese Feuerstelle können wir auch anders hinbauen. Aber so ein befestigtes Ding halt, so eine Mauer, die man halt nicht kaputt kriegt, das wäre doch was Schönes. Jetzt ernsthaft. So. Custom Building. Zuerst die Treppe. Die machen wir am besten auch hier so hin. Wie viel? 6. Die 6 Stämme liegen doch sicherlich hier auf dem Boden einfach mal so verteilt. Denn Baumstämme gibt es ja mehr als Stöcke. Gefühlt. So. Weiter geht's. Ihr müsst wissen, es ist halt wirklich das erste Mal wirklich, dass ich in The Forest großartig baue. Also wenn es da wirklich bessere Möglichkeiten, Methoden gibt zu bauen, sagt es mir ruhig. Wie gesagt, ich mache das wirklich so zum ersten Mal. So. Können ja ruhig verschwenderisch sein. Wir haben ja alle Zeit der Welt in dieser Season. Das würde ich gerne hier so verbinden wollen, irgendwie. Da. Aber ich glaube, das sieht hier ein bisschen scheiße aus. Wartet mal. Wollen wir nochmal machen? So muss ja alles irgendwie akkurat aussehen. Also irgendwie halt. Also muss halt nicht, aber ist halt wünschenswert. So. Kann man so setzen, ja, ne? Hä, nee, da will ich nicht. Warum setzt denn da die Tür? Warte mal, dann mache ich das nochmal weg. Und man kann ja jetzt auch so, habe ich gesehen, auch so selbst so machen, ne? So, das heißt, wir setzen einfach mal die Tür, wie wir wollen, nochmal hier hin. Warte mal. So. Dann ist die Tür hier halt so schräg.
Kann er nicht da gesetzt werden? Da, 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 setz da hin, setz da hin. Ihr habt mir jetzt gerade noch gefehlt, ihr Nervensägen. Obwohl, was ist, wenn wir jetzt die Wände hier so, warte mal, C. Was hat denn jetzt der Faust vor? Hallo? Was für Wände hast du bitte vor? Das ist nicht die Wand, wie ich sie haben will. Auf ein neues. Ah, mir gefallen. Machen wir halt hier, ne? Hier vorne noch ein bisschen freilassen. Machen wir halt so. Jawohl. Weil diese Standbilder nerven manchmal jetzt gerade. Was ich mich aber gerade frage, ist, ob man diese Wände nicht wirklich zukriegt. Weil ich finde irgendwie, das passt nicht ganz, wenn das halt nicht so... Ne? Ihr seht ja, was ich meine vielleicht. Tu mir nix. Du willst, dass ich dir auch nichts tue, glaub mir. Oder besser, du willst gar nicht, dass ich gegen dich kämpfe. Ja? Du hast nicht eingegriffen? Oh Gott, dieses Steinfeuer, das nervt langsam. Hat sich verwandelt, meine. Natürlich! Jetzt geht meine Maustaste manchmal nicht. Aber dann bist du tot. Aber ist gut, dass die halt da so liegen. Dann kann ich hier gleich das Feuer entzünden. Und hier gleich neue Knochen holen. So, dein Freund kann auch gleich hinterher. Und gibt da nämlich auch so Knochen, ne? Vogel. So, gleich nochmal speichern hier.
Braucht gerade aber einiges, um zu speichern. Warte mal kurz, ich minimiere mal eben. Ja, ich minimiere während deiner Aufnahme. So. Warte mal, kann man hier eigentlich auch noch so eine Mauer machen? Aber das gucken wir uns gleich an. Eigentlich würde ich gerne noch ein bisschen... Hallo? Hier kann man noch Stöcke reinsetzen. Wäre ich ganz schön froh, dass sie hier nichts kaputt machen gerade. So, mehr Rüstung. Das lohnt sich doch. Na, ich will jetzt nächstes Mal schlafen wollen. Und diese Legs ab und zu, die gehen mir... Alter, diese Ruckler, was ist das? Wo kommt das her? Ist kaputt. Ist halt nur vorübergehendes Shelter gewesen, ne? Eigentlich würde ich gerne das nächste versuchen, mein hier Bett zu bauen. Warte. Was brauche ich denn dafür? Hasenfell. Das heißt, ich muss Hasen töten. Aber wie töte ich denn Hasen? Das gehört hier aus so eine Rabbit-Falle, oder? Hasenkäfig. Nee, Käfig brauche ich nicht. Ich brauche eine Falle. Hasenfalle. Wunderbar. 31 Fallen. Oh, diese Ruckler gehen mir echt gewaltig auf den Piss. Ich frage mich echt, woran das liegt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, die Grafik anscheinend runterzumachen. Ja, warte nur, du. Oh, okay, kann ich nicht aufsammeln. Du, Hasenvieh, ne? Wenn die Falle fertig ist, dann habe ich euch. Warte, ich krieg die so. Ich krieg euch so. Der ist genauso schnell wie ich rennen kann. Aber mit diesem. Mit so einem Ruckler, da brauche ich gar nicht erst ankommen. Geschweige, ich brauche es ja gar nicht erst versuchen. So, wie lange brauchen eigentlich nochmal, sag schnell, Bäume, bis sie wieder nachwachsen? Dauert das überhaupt lange?
Wahrscheinlich. Aber ich sollte noch ein bisschen Holz aufheben, um hier vielleicht noch so ein Feuerchen reinzumachen. Obwohl, komm, ich mache hier gleich hier, gleich so ein extrem gutes Feuer, so ein, was wir da auch gebaut haben, was da so steht. Nur halt, da, wo ich es wirklich haben will. Irgendwie da vorne. An der Front. Du wirst sterben. Geschweige Schildkröten wollen wir ja auch noch haben. Okay, und du funktionierst auch hoffentlich. Du hast mir jetzt gerade noch gefehlt. Hey, hey. Du brauchst auch gar nicht versuchen, deine Freunde hier zu holen. Oh, lass mal nicht mal gleich verschwinden. Was habe ich da jetzt gerade gemacht? Alter, es kann nicht sein, dass immer irgendwas ruckelt, sobald ich irgendwas mache. Brennst du aber noch fertig? Das wäre eigentlich ganz nett vom Spiel. Hier können wir dann so ein Feuer bauen. Ich höre ihn. Da oben! Guckt euch da oben an. Ihr habt jetzt wahrscheinlich nicht gesehen, weil ich jetzt gerade einen Puck auf habe, aber da oben am Baum hängt eine Frau. Sag mal, du Frau. Was sind eigentlich deine Pläne? Du solltest nachdenken, bevor du den Feind angreifst. Vor allem, leg dich nicht mit jemand an, der stärker ist als du. Den Spruch musste ich jetzt droppen. Oh, ich habe was gegessen unterwegs. Das wollte ich nicht. Ein Stein fehlt mir. So,
Da musst du halt so brennen. Hä, die Leiche ist aber verschwunden hier, oder was? Hey, was ist das? Nehme ich lieber mit auf die andere Seite. Und nach entsteht hier voll diese fette Hütte. Irgendwann haben wir hier ein ganzes Imperium gebaut, eine ganze Stadt. Diese Ruckler gehen mir so auf den Piss. Lola flog mal Holz. Diese Ruckler gehen mir gerade mega auf den Piss. Weil ich kann da auch nichts gerade irgendwie gegen tun. Ja gut, was soll man auch gegen tun? Man weiß halt nicht, woher die kommen, ne? Ich könnte das Spiel neu starten. Aber ob das was hilft? Aber was bringt es jetzt neu zu starten? Ich habe nicht mal eine Speichermöglichkeit. Da muss ich wieder so ein ein kleines Shelter-Ding bauen, was so vorübergehend ist. In dieser Kasten wird so mein kleines Lagerhaus sozusagen. Die kann ich dann an den Wänden so Sachen lagern, so Rüstungen. Habe ich gesehen, kann man bauen. Und vielleicht findet man für sowas ja auch noch eine Verwendung. Oder ihr findet auch noch eine ganz andere Verwendung. Ah, ist egal. Bauen wir uns einfach wie so eine Festung. Ah, ich würde mir da ein bisschen ein paar Tiere aufs Lagerfeuer schmeißen. Wie habe ich denn nochmal das Dach hinbekommen? Achso. Dann sind ja auch wieder diese Löcher, ne? Ja. Der Löchern ist eigentlich ziemlich schade. So, nebenbei. Können wir ja so ein Zeug hier bauen. Das sollte uns schützen können. Also sollte, ob es das wirklich tut, keine Ahnung.
Was das steht für ein Tor oder was? Na, wenn es Tore gibt, dann will ich die dort und dort haben. Passt gut hier mit dem Weg, wisst ihr? Weil ich probiere mal eins aus. Ich baue mal eben eins. Jawohl, aber ganz schön laut. Hä, wie setze ich denn das? Okay, können wir dann gucken. Auf jeden Fall, diese Wand klappt auf jeden Fall, so wie ich sie will. Na, vielleicht fahre ich dich kurz nach draußen, weil ich glaube nicht, dass du hier durchkommst. Oh, du kommst hier doch durch. Ah, okay. Okay. Und das wird dann irgendwann unser Haus. Mehr oder weniger halt. Was kann man denn noch so bauen? Ach, warte, warte mal ganz kurz. Ich brauche ja noch mein, ein kleines Shelter-Ding jetzt hier. Fünf Stöcker, die holen wir uns eben schnell. Allererstes speichern. Speichert viel zu lange. Ich starte jetzt einmal gleich das Spiel neu. So, das mache ich jetzt. Danke fürs Zuschauen. Schütze 3, euer Hiroki. Ne? Mach's gut und wir sehen uns in der Folge wieder. Ciao.